Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Slime Rancher Portable Edition auf der Nintendo Switch. Das Spiel habe ich schon so lange auf meiner To-Do-Liste. Und jetzt ist mir die Switch-Version gerade recht. So, ein neues Spiel würde ich sagen. Toll. Einmal zu oft gedrückt. So. Wähle ein Save-Symbol. Nö. Ach. Okay, Spielmodus. Abenteuer. Lebe das Leben eines Slime Ranchers und erkunde die Wunder der fernen, fernen Weite in deinem dir eigenen Tempo. Das hört sich doch verlockend an. Das nehmen wir gleich mal. Ich bin schon total gespannt. Was sind das für Geräusche? Tausend Lichtjahre von der Erde entfernt auf einem Planeten bekannt als Ferne, Ferne, Weite beginnt Beatrice LeBeau ihren ersten Tag als Slime Rancher. Das sind wir. Können uns bewegen mit dem linken Stick und mit dem rechten Stick wahrscheinlich umsehen. Wow, das läuft gut. Springen und sprinten. Jung. Wow, das läuft richtig gut. Dein Backpack kann Dinge einsaugen und sie in einem Tank aufbewahren. Den saugen wir gleich mal ein. Flup. Ein Pink Slime. Ihre korallenfarbene Färbung ist wissenschaftlich erwiesen die Farbe der Freude. Du hast einen Slime eingesaugt. Slimes sind dein Schlüssel zum Erfolg. Schieße Slimes durch die Umrandung eines Geheges in das Gehege auf der Ranch. Aha, mit L und R können wir hier den Tank auswählen. 4 haben wir. Mit ZR schießen wir. Somit haben wir den jetzt eingesperrt. Dieses arme Ding. Oh, der will zum Huhn. Der sieht aber nicht unglücklich aus. Ich glaube, der ist nicht unglücklich. Da hast du einen Kumpel. Wupp. So, was haben wir hier? Backpack Aufrüstungen. Aha, das kostet Geld. Wir haben unten links zu sehen 250, das kostet aber schon 350. Alles kostet 350, okay. Was haben wir dann sonst noch hier? Karotten. Kann ich die... Ah! Leckeres Futter erhalten. Nahrung wie Früchte, Gemüse oder Hühner sind dazu da, Slimes zu füttern. Versuche mal Futter auf einen pinken Slime zu schießen, die fressen alles. Okay, wir haben hier 2 Karotten. Schnapp. Du hast einen Slime-Plort eingesaugt. Wenn Slimes fressen, machen sie Plorts. Geh hinüber zum Plortmarkt, um deinen Plort zu verkaufen. Der Plortmarkt gibt dir New Bucks für deine hart verdienten Plorts. Schieße einen Plort in den Plortmarkt und verdiene dir etwas Geld. Okay. Und zwar, hier sehen wir, 9 bekommen wir pro Stück. Genau. Ich traue mich nicht, das Huhn hier rüber zu schießen. Was, wenn das nicht nachwächst? Du hast das Grundlegende gelernt, jetzt ist es Zeit, rauszugehen und zu erkunden. Denke daran, der beste Weg, ein erfahrener Slime Rancher zu werden, ist experimentieren. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Dann wagen wir doch mal. Was ist das? Ranch-Erweiterung, die Grotte.
Eine dunkle und unheimliche Höhle über der See und ein passendes erstes Kapitel für deine persönliche Geschichte. Kostet aber 1795. Somit können wir da jetzt noch nicht hingehen, das wird noch einige Zeit dauern. Besuche das Ranch House, um sie anzusehen. Star Mails. Okay. Ich nehme mal an, das ist das Ranch House. Und da gibt's Starmail. Raus aus dem Federn. Hi Bea, wie ist es, ein ganzes Jahr lang zu schlafen? Hast du geträumt? Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. 7C steckt dich in eine Kapsel und dann gehen für all diese Zeit die Lichter aus. Wow. Wie ist es so auf der fernen Weite? Hast du schon angefangen, sie zu erkunden? Ist die Luft so sauber, wie man sagt? Ich wette, es ist wirklich schön dort. Ich stelle wahrscheinlich zu viele Fragen. Ich wette, du hast viel Arbeit zu erledigen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie jetzt dir gehört. Ich schätze, ich lasse dich besser damit weitermachen. Ich mach es kurz. Viel Glück, Bea. Wenn es irgendwer dort draußen schafft, dann du. Von der 7C Corporation, Miss LeBeau. Was, wenn wir ihnen erzählen würden, dass die 7C Corporation eine Technologie namens geheime Formen entwickelt hat, die es Slimes erlaubt, sich selbst auszudrücken und auch ihre innere Schönheit zu zeigen? Sollten sie diese Frage beantwortet haben, bitte seien sie sich bewusst, dass wir sie nicht hören können, da sie Starmail auf einer visuellen Anzeigetafel lesen. Wir fahren jedoch fort, als ob sie interessiert wären. Wir freuen uns so sehr, dass sie interessiert sind. Leider ist das Transportschiff, das diese geheimen Formen transportiert hat, aus vollkommen unbekannten Gründen explodiert und hat sie überall über die ferne Weite verteilt. Bitte bleiben Sie interessiert. Die 7C Corporation ist stolz zu verkünden, dass geheime Formen des Slimes nun auf der fernen Weite verfügbar sind. Bitte finden und testen Sie sie. Die 7C Corporation verwandelt die Entscheidung, Knallplots im Frachtraum direkt neben Feuerplots zu lagern, in glorreiche Schatzsuchen für Ranger, eine Vertuschung nach der anderen. Und nochmal, willkommen auf der fernen Weite. Miss LeBeau, die 7C Corporation möchte Sie auf der fernen Weite herzlich willkommen heißen. Willkommen, Dankeschön. Und Ihnen unsere Unterstützung in Ihren mutigen neuen Unternehmungen als Slime Rancher zusichern. Unterstützung zugesichert. Wir möchten Ihnen auch anraten, während Ihrer ersten paar Tage auf der Weite Vorsicht walten zu lassen. Bis Sie mit der Umgebung etwas vertrauter sind, sind Reisen bei Nacht nicht anzuraten. Zu guter Letzt sollten Sie zusätzliche Ausrüstung für Ihr Backpack benötigen, so würde sich die 7C Corporation darüber freuen, Ihnen diese im Shop direkt außerhalb Ihres Ranchhauses zur Verfügung zu stellen. Das haben wir schon gefunden. Die 7C Corporation stellt das Werkzeug zur Verfügung, das Sie brauchen, um den Job zu erledigen, für uns für eine kleine Gebühr. Okay, zurück zur Ranch. Es ist 12.11 Uhr. Da ist wieder ein Schleim gewesen, ein Slime. Zack, einmal eine Karotte bitte. Ah, die schnappt er sich und lässt wieder sowas Tolles fallen. Was ist das hier? Oh, ein Küken. So klein und weich, dass man meinen könnte, sie sind mit Marshmallows gefüllt. So, weg mit euch. Also, wachsen sie nach. Was haben wir hier? Der nächste Bereich zum Freischalten. Das Labor erlaubt es dir, deine Karriere als unlizenzierter Amateur-Slime-Wissenschaftler zu beginnen. Kostet schlanke 10.000. Verkaufen wir mal nochmal. Da sollte man wahrscheinlich nicht runter. So, und das hier. Weite Tauschbörse offline, okay. Oh, schau an. Zack. Trockenes Riff. Ein korallenbesetzter Meeresboden, der nun von goldenem Sonnenlicht gewärmt wird. Was haben wir hier? Ein Haar?
Hallo Beatrix. Der Name ist Hobson Twilligel. Twilgers. Rancher, Erforscher und frühere Besitzer von dieser Ranch hier, die du nun dein eigen nennst. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich war für mehr Jahre Ranger, als ich zählen kann, und ich fühlte, dass dann noch ein weiteres, letztes Abenteuer in mir steckt. Also habe ich mich aufgemacht, genau das zu finden. Aber bevor ich gehe, mache ich noch einmal einen Rundgang über das Land hier, das ich so liebe. Also halt die Augen offen nach Notizen wie dieser hier, wenn du ab und zu hören willst, was ein alter Sack so zu sagen hat. Wir hören uns, H oder H. So. Slimy! Zack. Ah, Karotten. Okay. Wir können... Wie viel können wir da einsammeln? Kogo-Frucht. Die Frucht, die auf der fernen Weite am häufigsten zu finden ist und macht, manche sagen, auch die köstlichste. Jetzt haben wir noch Karotten. Oh, sind die nächsten. So, ich nehme an, 20 können wir mitnehmen. 17. Ja, 18. 19 und 20. Wenn wir jetzt den nächsten nehmen wollen. Bonk. Okay. Also 20. Noch eine Karotte. Ich will die Karotte haben. So. Ah, da haben wir auch schon 20. Also noch ein paar Früchtchen. Und dann geht's wieder ab nach Hause. Die Karotte. Achso, die sind ohnehin schon geerntet. Hier ist unser Zuhause. Erstmal werden wir Oh, sehr cool. So, und wie schnappe ich mir jetzt nur die... Tja, dann saugen wir halt alles auf. Ist ja egal. Die Slimes können wir ohnehin wieder... Ja, ballern. Ah, da ist noch einer. So. Okay, jetzt können wir da 19 davon verkaufen. Wunderbar, jetzt könnten wir uns sogar schon ein Upgrade leisten. Ah, was machst du hier? Rein hier. So. Was haben wir hier? Leere Ranch-Anbaufläche. Wir könnten jetzt ein zweites Gehege bauen. Einen Garten. Nichts schlägt den Geschmack von selbst angebautem Essen aus dem Garten. Einen Hühnerstall hält Hühner im Zaum, verhindert den Aufstand. Ein Silo. Man kann nichts mitnehmen, wenn man geht, also packe es ins Silo. Eine Verbrennungsanlage. Du brauchst es nicht, verbrenne es. Teich, Wasser willst du damit anstellen? Ich glaube, ich mache mal einen Garten hier hin. Du hast einen Garten angelegt. Schieße eine Frucht oder ein Gemüse in den Depositor, um mehr von dieser Sorte anzubauen. Also hierhin. Zum Beispiel hier die Pogo-Frucht. Angepflanzt. Ui. Was
Das ist cool. Pink Slime. Bock. Und hier einen Pink Plort. Ah, da ist auch noch einer. Oh. Ja. Jawohl. Uhr ist doch noch nicht Nacht, oder? Oh. Was ist jetzt? Phosphor Slime. Die sanft glühenden Boten des Mondlichts. Ja, aber warum nehme ich die jetzt? Das ist eigentlich doof. Ich habe ja kein Gehege für die. Ich könnte jetzt schauen, ob wir noch 250 zusammenbekommen, weil genau 250 kostet ja das. Ah, schau. So, jetzt können wir den Pink Plot abgeben. Jetzt wäre dann auch schon Zeit, schlafen zu gehen. So, jetzt haben wir 306. Jetzt könnten wir uns das zweite Gehege jetzt kaufen hier. Das machen wir gleich mal. Weil da kommen jetzt die hier rein. Die mögen Früchte, oder? Genau, Nahrung, Frucht. Das haben wir schon. Oh, was machst du hier draußen? Komm her. Ein Huhn! Ein herzhaftes Hühnchen, dazu gezüchtet, zweimal so schmackhaft zu sein wie auf der Erde. Da waren doch mehr. Ach so, die. Ah, die können hier rausschweben. Okay. Ah, da können wir was dagegen machen. Hohe Wände. Ah. Dass sogar die am höchsten springenden Slimes Probleme haben werden zu entkommen. Eine Music Box. Spielt beruhigende Musik, was die Unruhe von Slimes sehr verringert. Okay, ein Fangnetz. Ah. Okay. Sonnenschild, Plortsammler, ein Plortsammler, cool, Futterautomat, Anbaufläche zerstören. Schauen wir mal, was diese Plort hier bringt. Boah, 20. Sehr cool. So. Nicht zurück zur Ranch, wir sollten schlafen, würde ich sagen. Schon ist es 6 Uhr morgens. Unseren Slimes geht's gut. Die hier bedienen sich. So. Die Frage ist ja auch, bleiben die liegen?
Das wäre noch interessant. Einen bekomme ich noch von euch. So, dann haben wir 12 von denen und 4 vom Phosphor. Ah, schau an. Die haben gestern noch 9 pro Stück eingebracht. Die hier sind jetzt sogar noch teurer. Aber gut, ich verkaufe sie trotzdem. Schauen wir mal. Gehen wir auf Erkundungsreise und schauen, ob sich da was nachgewachsen ist. Nö, aber es gibt hier genügend Schleime. Aber wir brauchen Futter. Futter für die Dinger. Oh. Felsslime. Die wollen Gemüse haben. Diese Slimes sind total Metal. Die nehme ich aber jetzt noch nicht mit. Oh, da sind... Ui. Das könnte ich mitnehmen. Oh mein Largo. Lago Slimes sind die Slime-Hybriden, die entstehen, wenn ein Slime einen Plort verzehrt, der nicht von seiner Art ist. Wow. Sauge, um sie auf einer Mündung zu halten. Oh, die sind eher aggressiv, die sind gemein. So, weg damit. Okay, hier. Ah, hier will ich rüber. Das geht sich nicht aus. Autsch. Hier vielleicht? So. Was haben wir hier? Wasser? So, Nahrung. Was ist das hier? Oh, Karte der fernen, fernen Weite. Sehr schön. Kartendaten erlangt. Entdecke Kartendatenpunkte auf der Weite, um mehr von deiner Karte aufzudecken. So, greifen wir auf die Karte zu. Okay. Was haben wir hier? Oh, Kohle. So, weg. So, ein Felsplot. Weg damit. Zumindest haben wir hier wieder ein paar Früchtchen. Okay. Zu früh zum Ernten. Gut. Dann schauen wir mal. Kommt her, das kann ja nicht sein. So, plortet mal ordentlich. So, ich glaube, das war's. Alles aufgesaugt. Siebzehn Plorts. Da warten wir vielleicht trotzdem jetzt noch auf den nächsten Tag. Um diese zu verkaufen. Boah, der ist groß.
mag mich aber trotzdem, glaube ich. So, das ist angepflanzt, das heißt, das wird auch wieder das wird auch wieder wachsen, hoffe ich. Starmail erhalten. So, das ist noch nicht fertig. Das ist auch noch nicht fertig. Boah, schlecht wäre es nicht. Oh, schau an. Schlecht wäre es nicht, mal. Das Gehege ein wenig auszubauen. Außerdem fressen die Küken, oder? Wie sieht so hier aus? Sieht cool aus, allerdings. Die Frage ist doch jetzt: Kann ich hier einen zweiten Teil hier erkennen? Nö. Schade. Der hier ist auch nicht reif. Ah, okay. So. Fressen die das Küken? Nö. Das ist ja ganz niedlich. So, Starmail. Willkommen zur Weite Tauschbörse. Hallo Beatrix, ich bin Thora West. Ich halte mich mit meiner Vorstellung kurz, weil wir alle zu arbeiten haben. Ich bin schon lange Rancher hier auf der fernen, fernen Weite und sozusagen der Kopf des Begrüßungskomitees für die lokale Tauschbörse. Die Weite Tauschbörse ist ein Netzwerk von Ranchern, die genau wie du das, was sie haben, gegen das, was sie brauchen, tauschen wollen. Slimes, Plots, Nahrung, was auch immer. Aber alles, was du machen musst, ist täglich die Weite Tauschbörse-Maschine zu besuchen, um sicherzustellen, dass dein Tauschhandel innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen ist. So, jetzt schauen wir mal. Von wegen 24 Stunden. Welchen Preis wir jetzt bekommen würden für die Pink Plot. Wieder 8. 8 ist okay, würde ich sagen. So, nachdem hier so viele Schleimis immer abhauen, machen wir hier mal die hohen Wände. Aha. Da kommt er nimmer raus. So, meine schönen Pogo-Früchtchen. So, da hinten liegt auch noch einer. Alle rein. Du. Sehr schön. Okay, der braucht wieder ordentlich. So, wir können schon wieder 12 abgeben. Und wenn ich das so richtig sehe, dann ändern sich die Preise nur täglich. Also wie gesagt, das Ding läuft richtig schön rund. Läuft flüssig. Oh, Karotten. Läuft flüssig bis jetzt. Also ich sehe im Moment absolut gar keinen Grund zur Beanstandung. Also das passt alles total gut.
Oh, so das. Muss ich vorerst hier lassen. Zehn Karotten. 10 Pogo-Früchte. 9 Pink Slimes. Zack, 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 zack. So, fresst euch dumm und dämlich. Und hier auch Karotten, bitteschön. Wenn die nicht niedlich sind. Und am niedlichsten. Das Fresser. So, das sind schon 20. Neue Ausrüstung verfügbar. Sprinterstiefel. Diese hochentwickelten und ehrlich total modischen Stiefel reduzieren den Energieverbrauch für das Sprinten. Errungenschaft freigeschaltet. Plort Kramer. Lord wird aufgesaugt, die Slimes werden wieder zurückgebracht. Jetzt könnten wir uns schon wieder ein Upgrade leisten. 410. Schauen wir mal hier hin. Hilf mir hierbei aus und ich stelle sicher, dass du bekommst, was dir geschuldet ist. Ach so, das hier muss ich hier reinballern, dann bekomme ich sowas raus. Aber holen wir uns mal ein paar. Okay, und holen wir uns noch ein paar. Okay. Ja, schade. Ich hätte gehofft, wenn wir einen Teil abgeben, dass ich auch einen Teil der Belohnung bekomme. Aber die Belohnung gibt es leider wirklich erst dann, wenn alles erledigt ist, wenn alles geschafft ist. Ich glaube, ich kaufe hier noch nichts. Das ist Slimepedia, okay? Das sieht teleportmäßig aus. Ich will die Musicbox. Ah, das ist schön. Ich hab Spaß mit dem Teil. Oh, das sind schon wieder so viele. Ein Huhn hat eine felsenfeste Überzeugung, was Hühner angeht. Steinhuhn. Fressen die das auch? Ich meine, es heißt doch, dass Pink Slimes alles Fresser sind. Aber auch ein Huhn? Ein lebendiges? Wir werden es gleich erleben. Oh ja. Überhaupt kein Problem. Weg. So, eine neue Mail schon wieder. Also es geht und geht. Immer, es gibt immer wieder was Neues zu sehen, immer wieder was Neues zu probieren. Und ich will dann auch
verschiedene Slimes haben. Schauen wir noch kurz mal hier. Ein kleiner Kaktus. Hi Bea, ich habe einen Kaktus von dir gekauft, so irgendwie. Als ich zurück nach Hause gekommen bin, war er eines der wenigen Dinge, die von dir noch in deinem Laden waren. Einsamer kleiner Kerl, also habe ich beschlossen, ihn zu adoptieren. Du weißt, dass ich jede Pflanze umbringe, die ich anfasse. Aber ich verspreche dir, die hier wird durchhalten. Ich meine, wenn ich nicht mal einen Kaktus am Leben erhalten kann, dann stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Wenn ich ihn ansehe, dann denke ich an dich auf der fernen, fernen Weite, wie du dein Ding durchziehst. Ich hoffe, es geht dir gut, Casey. Wunderbar. Ich brauche trotzdem viel, viel Nahrung. Das hier ist zu wenig. Da müssen wir doch glatt suchen gehen. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.